Jetzt müssen Sie sich das so vorstellen, dass gerade bei datenintensiven Nutzungen der Kunde mit dem Buchen des Dienstes auch kauft, dass das nicht auf sein Datenvolumen angerechnet wird. Also wenn Sie jetzt einen Musikdienst haben, haben Sie dann das, was an Daten gebraucht wird, für Streaming schon mit drin. Das ist also etwas, was der Kunde definitiv nachfragt. Deswegen ist es uns als Telekommunikationsanbieter auch so wichtig, dass es nicht verboten ist. Erstmal ist ja alles erlaubt im Internet. Und jetzt kommt der Regulierer und sagt, was nicht erlaubt ist. Und dann sagen die Telekommunikationsunternehmen, aber auch nicht nur die Telekommunikationsunternehmen, ja, Vorsicht, schließt nichts aus, wo ihr nicht genau wisst oder verhindert damit nicht, dass neue Dienste entstehen. Wir wissen also nicht, was ist der Spezialdienst in der Zukunft. Wir wollen nur sagen, reguliert ihn nicht vorweg, verbietet ihn nicht vorweg, damit macht ihr das Tor zu für Innovation. Das Entscheidende wird sein, natürlich soll Missbrauch verhindert werden, aber der muss verhindert werden, wenn er entsteht. Da muss man eben im Nachhinein das verbieten. Wenn ich von vornherein Spezialdienste ausschließe, habe ich sämtliche Innovationen abgewürgt.